Du willst ganz einfach Krypto Play to Earn betreiben und dabei noch einen wirklich sinnvollen Token verdienen, dann schau dir unbedingt dieses Video bis zum Ende an, denn dann bekommst du da draußen auf jeden Fall die Chance, einen wirklich guten Token zu farmen, indem du einfach nur Werbung anschaust. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesem wirklich super coolen Thema. Und zwar geht es nämlich heute um das Play to Earn Spiel, einmal Move Up 2D und Canon Crisis. Beides sind Apps von einem Community-Mitglied aus der Ecomi-Community entwickelt worden und damit hast du die Möglichkeit, ganz einfach Play-to-Earn zu betreiben und auch noch den OMI-Token nebenbei zu farmen. Ich finde das eine super coole Idee und ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du das Ganze für dich umsetzt. Wenn du jetzt aber noch nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich dieser OMI-Token und was verdiene ich denn da jetzt eigentlich für einen Token, was steckt dahinter, dann schau dir auf jeden Fall hier unterm i mal unbedingt mein Video dazu an. Meiner Meinung nach ist dieser Coin mit einer der stärksten Altcoins überhaupt, die es auf dem Markt gibt und auch mit einer der nachhaltigsten bzw. einer der Token, die auf jeden Fall Zukunft haben. Und ansonsten würde ich jetzt aber sagen, schnacken wir gar nicht lange rum, hol dein Handy raus und wir starten direkt rein. Für das weitere Prozedere braucht ihr natürlich hier euer Handy und einmal die Canon Crisis App wie auch die Move Up 2D App. Findet ihr beide hier, wie gesagt, auch unter diesen Namen im App Store bzw. auch im Play Store. So, wir fangen jetzt einmal mit der Canon Crisis App an. Eigentlich ist das Ganze super simpel, denn ihr verdient die Token durch Werbung schauen. Das Ganze ist zwar nicht viel, aber ihr verdient es auf jeden Fall. Relativ einfach, ihr seht auch schon, ich habe jetzt 65 Token, das sind im Prinzip auch 65 OMI-Token. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Watch Ad gehen, dann können wir uns eine Werbung anschauen und durch die Werbung schauen, bekommen wir dann einen Token mehr, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Aus 65 Token sind 66 Token geworden. Ihr könnt das gleiche auch nochmal hier drüben machen bei Watch Ad and Speed. Und ihr seht es auch schon gleich, wir haben jetzt durch diese Werbung auch wieder einen Token mehr bekommen. Wir sind jetzt nämlich bei 67 Token. Das Ganze könnt ihr eigentlich nach jedem kleinen Spiel machen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach mal auf diese Kanone klicken. Wir müssen in dem Fall hier durch diesen Teil des Kreises schießen, der halt offen ist. Wir können das ja einfach mal ganz kurz hier machen. So Prozedere so. Und ihr habt drei Versuche sozusagen, wenn ihr hier gegen trifft, also gegen diesen Kreis. Und wir haben jetzt verloren. Game over, schade. Dann gehen wir hier auf das Repeat-Zeichen und dann werden wir erstmal hier eine Werbung weitergeleitet. Diese Werbung ist häufig dafür gedacht, dass der OMI-Token sogar noch geburnt wird aus dem Circulation Supply. Das heißt, dort werden die Tokens rausgeholt und werden ins Vault Wallet gepackt. Dazu habe ich nochmal ein Video gemacht, wenn dir das Ganze unklar ist, wo das Ganze dann hingeht. Aber es geht auf jeden Fall aus dem Circulation Supply raus. Das heißt, die Token, die offiziell verfügbar sind auf den Märkten, die schrumpfen dadurch außerdem noch. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier wieder beide Werbungen frei. Das heißt, wir können uns jetzt wieder hier hinsetzen, eine Minute ganz kurz Werbung schauen und zwei Token wieder verdienen. Das Ganze müsst ihr natürlich nicht aktiv machen, das könnt ihr passiv machen, einfach nebenher ein bisschen die Werbung schauen und dadurch verdient ihr einfach Token. Finde ich eine super simple Idee und ihr müsst natürlich an der Stelle angemeldet sein. Ansonsten werden hier euch die Token nämlich nicht gut geschrieben, sondern ihr werdet einfach nur dazu beitragen, dass der Circulation Supply schrumpft. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, wie das Ganze funktioniert und wie ihr euch das Ganze dann auszahlen wollt, ich werde zu der Auszahlung noch mal ein separates Video machen, aber hier unter Press Here to Go to Empty Vault Website bekommt ihr auch nochmal einige Informationen, die ihr für euch nutzen könnt. Werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, da wird nochmal so ein bisschen beschrieben, wie das genau funktioniert und wie man hier auch zum Beispiel die Token verdienen kann. Als zweite App haben wir dann hier oben einmal die Move Up 2D App. Und diese App, muss ich tatsächlich sagen, persönlich nutze ich die weniger, weil ich mag die einfach nicht so. Auf jeden Fall gleiches Prozedere hier auch, wieder natürlich hier unter dem ganzen Vault einmal anmelden, damit euch auch die Tokens gut geschrieben werden, entweder mit der Apple ID oder auch mit der Gmail. Das hängt immer davon ab, was für ein Handy ihr habt. Ganz einfach, im Prinzip müssen wir hier auch den Token weiterschießen, eine Ebene höher. So, und jetzt haben wir das Ganze verloren. Wir können jetzt ein Ad anschauen und verdienen dadurch wieder einen Token gleich mehr. Und ich muss doch sagen, ich finde das ziemlich komfortabel, wenn man sich überlegt, man kann das Ganze einfach nebenbei laufen lassen und verdient dadurch ein paar Token. Wir haben jetzt insgesamt 68 Token, ist auf jeden Fall eine Menge, ein Token wie gesagt mehr und ihr könnt das Ganze hier verlieren, ihr könnt wieder auf Repeat gehen, dann das Ganze wieder verlieren, Watch Ad anschauen und einen Token mehr verdienen. Also es geht super simpel und auch relativ schnell meiner Meinung nach und wenn man das mal hochrechnet, was man da über Wochen hinweg farmen kann, dann ist das doch schon ziemlich lukrativ und auch mit den steigenden Preisen des OMI-Tokens
wird es auf jeden Fall deutlich interessanter für die Zukunft, hier auf jeden Fall einige Token zu farmen. Ich werde dir natürlich beide Links für beide Apps auf jeden Fall unten einmal unten in die Beschreibung packen, für Android wie natürlich auch für iOS. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, zu wie man die Token dann auszahlt, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviere die Glocke, denn so verpasst du da draußen definitiv nicht das nächste Video. Und jetzt würde ich aber sagen, war es das auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und auch einen Kommentar, wie du das ganze Spiel findest. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.